Wir sind jetzt hier bei diesem letzten Bild dieser Serie am Südpol angelangt. Der Südpol liegt auf einem 2800 Meter mächtigen Eispanzer. Durchschnittstemperatur minus 55 Grad. Die Temperaturen fallen am Südpol auf unter minus 80 Grad. Der Südpol ist anders als der Nordpol, nicht mitten im arktischen Ozean, sondern ist ein Teil des antarktischen Kontinents. Deswegen ist es dort viel kälter als am Nordpol. Und ich bin von Chile kommen, zunächst mit einer Düsenmaschine auf den Union Glacier geflogen. Der liegt 1000 Kilometer vom Südpol noch entfernt und bin dann mit einer kleinen Twin Otter Maschine in mehreren Etappen zum Südpol geflogen. Habe dort eine Nacht im Zelt verbracht, die war 28 Stunden am Südpol und bin immer wieder zu dieser Kristallkugel gelaufen, weil der Südpol für mich einfach ein ganz, ganz besonderer Ort ist. Er liegt hier ungefähr 150 Meter von der Amundsen-Scott-Station entfernt, die den Amerikanern gehört. Der Südpol wird umgeben von Flaggen der Antarktis-Vertragsstaaten, die den Antarktis-Schutzvertrag seinerzeit unterzeichnet haben. Und der Südpol ist für mich einfach ein ganz spektakulärer Punkt gewesen. Es war alle Mühen und Kosten wert, diesen Südpol mal erlebt zu haben.